Innenpolitisch hatte Justinian die Errichtung einer absoluten zentralistischen Monarchie zum Ziel. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der Abschaffung des Konsulats 541. Diese Institution sollte noch ein Jahrhundert lang den Kaisern vorbehalten sein. Bedeutend war der Nika-Aufstand von 532. Innenpolitisch war Byzanz nach sogenannten Zirkusparteien organisiert. Es gab die Partei der Blauen und der Grünen, die sich gegenüberstanden. Gemeinsam stehen sie für den Demos bzw. Populus. Alle Vertreter gehören der Oberschicht an. 532 kam es wieder einmal zu Zusammenstößen der beiden Parteien. Diesmal gab es auch einen sozialen Charakter im Konflikt. Der Pöbel plünderte die Hauptstadt. Ein Neffe Justinians wurde zum Kaiser proklamiert. Nach langem Zögern ging Justinian gegen die Massen vor. Nach 6 Tagen war der Aufstand beendet. Tausende Tote waren zu beklagen. Für mehrere Jahre wurden die Zirkusspiele ausgesetzt. Als Ursache wurden neu hinzugezogene ausgemacht, die nun besonders überwacht wurden. Damit wurde die Landflucht eingeschränkt. Die Einheit des Staates strebte Justinian mit einer Einheit des Rechts an. 529 trat der Codex Justinianus in Kraft. Dieser Corpus Juris Civilis, der in der zweiten Auflage von 534 erhalten ist, umfasst mehrere Teile. In den Digesten oder Pandekten finden sich Auszüge aus Juristenschriften der klassischen Zeit im Ausmaß von 50 Büchern. Dafür sollen ca. 2000 Schriften ausgewertet und auf ein 20stel ihres Umfangs reduziert worden sein. Der zweite Teil, der eigentliche Codex Justinianus, versammelt kaiserliche Konstitutionen von Kaiser Hadrian bis 534 und besteht aus 12 Büchern. Die Institutiones bzw. Elementa sind ein amtliches Anfängerlehrbuch des Rechts im Umfang von 4 Büchern. Die Novellen sind schließlich jene neuen Gesetze, die Justinian nach der Erstpublikation erließ. Die meisten dieser Nachträge sind auf Griechisch verfasst. Im Westen war diese Gesetzesammlung lange unbekannt, es herrschte zum Teil auch das Gewohnheitsrecht. Erst im Hochmittelalter wurden Abschriften verbreitet. Sie waren Gegenstand des Studiums an den neu entstehenden Universitäten. Allerdings blieb es das ganze Mittelalter hindurch eher ein theoretisches Recht. Der moderne Staat erst baut auf das römische Recht auf. Neben der Rechtssammlung reformiert Justinian auch die Verwaltung. So hat er den Ämterkauf abgeschafft und die Amtsträger zum Eid verpflichtet. Die Provinzen wurden neu geordnet. Zum inneren Programm Justinians zählen zweifellos auch seine Bauwerke. Ganz wichtig war die Erneuerung der Verteidigungs- und Befestigungsanlagen im Reich. Dazu kam ein riesiges Städte- und Hausbauprogramm. So wurde zum Beispiel das zuerst von Erdbeben und dann von den Persern zerstörte Antiochia wieder aufgebaut. Das bedeutendste justinianische Bauwerk ist wohl die Hagia Sophia. Die Kirche wurde schon 360 geweiht, brannte aber 404 ab und wurde 415 neu geweiht. Im Nika-Aufstand 532 erfolgte eine neuerliche Zerstörung. Bis 537 wurde die Kirche in ihrer heutigen Gestalt völlig neu aufgebaut. Sie ist die bedeutendste Schöpfung byzantinischer Architektur und hat neue Maßstäbe gesetzt. Der Kuppelbau konnte das ganze Mittelalter hindurch nicht übertroffen werden. Die Hagia Sophia wurde mit der osmanischen Eroberung zum islamischen Gotteshaus und mit Türmen versetzt zum architektonischen Inbegriff der Moschee. Im religiösen Bereich erfolgte der Ausschluss aller Nicht-Orthodoxen aus Regierungsämtern. 529 wurde die Platonische Akademie in Athen als heidnische Bildungsstätte geschlossen.